Wotan Wilke-Möhring, er spricht seine neue Liebe. Den FernsehzuschauerInnen ist Wotan Wilke-Möhring, 55, zurzeit vor allem als Tatortkommissar Thorsten Falke bekannt. Über sein Privatleben weiß man allerdings nicht so viel. Von 2004 bis 2014 war der Schauspieler mit der Kamerafrau Anna Theis liiert, mit der er 3 Kinder hat. Danach war er mit Regieassistentin Cosima Lohse, 36, zusammen, von der er sich im März 2020 trennte. Zuletzt gab es Gerüchte, es habe am Tatortsee zwischen ihm und einer 24-jährigen Regieassistentin gefunkt. Annika Lau, 43, hat nachgehakt und gefragt, ob es einfacher sei, sich am See zu verlieben. Also, ich glaube, man trifft den Partner da, wo man am meisten Zeit verbringt, gibt Wotan Wilke-Möhring zu, und das ist dann tatsächlich bei der Arbeit, nicht nur bei Schauspielern. Weil man da einfach die meiste Zeit verbringt. Auch den Altersunterschied von 30 Jahren bringt Moderatorin Annika Lau zur Sprache. Weitere Einblicke in sein Liebesleben und seine Rolle als Familienvater gibt Wotan Wilke-Möhring am 21. Januar 2023 ab 17.45 Uhr auf RTL oder auf RTL+. Verwendete Quelle: RTL.